Ist Ungarn auf dem Weg in eine neue Diktatur oder in ein autoritäres Regime oder ist das nur einfach ein konservatives Regime, ein bisschen strenger als die anderen? Wie schätzen Sie das ein? Also das ist ein konservatives Regime, ein bisschen schlechter als die anderen. Das sagen die Leute, die nichts von Ungarn wissen, auch wenn sie ab und zu für Mulatschak da waren. Es ist auch nicht eine Diktatur. Die Leute, es gibt Reisefreiheit, Leute werden nicht ohne Grund verhaftet. Es erscheinen auch einige Zeitungen mit nicht sehr großer Auflage. Es gibt Internetportale und so weiter. Also man kann sogar demonstrieren. Also man kann Ungarn heute weder mit Russland noch mit Weißrussland vergleichen. Oder mit der Türkei. Oder mit der Türkei. Es ist sui generis, wie man das so schön gesagt hat, über Österreichs Lage früher, ein ganz sonderbares System. Eng verbunden mit der Geschichte, aber auch mit den Persönlichkeiten, in diesem Fall mit der Persönlichkeit Viktor Orbáns. Die Persönlichkeiten, die großen Menschen machen nicht die Geschichte, wie das Carlyle, der große schottische Philosoph und Sozialhistoriker, schrieb vor vielen Jahren. Aber die Persönlichkeiten spielen eine sehr, sehr große Rolle. Ich zitiere oft Isaac Berlin, den großen britischen, ursprünglich aus Riga stammenden Denker, der einmal gesagt hat, ja, sie entscheiden nicht alles, aber die Geschichte wäre anders gewesen, wenn kein Lenin, kein Churchill, kein Hitler da gewesen wäre. Vielleicht nur 1%, aber bei welchen Stellungen kann das eine wichtige Rolle, die Persönlichkeit spielen? Also Ungarn, und das ist übrigens eine der merkwürdigsten Seiten heute der Situation, selbst in Ungarn sind große Diskussionen, wie nennt man das? Ist das halb autoritär, halb Diktatur? Wie weit? Ich kann sagen, das ist ein System, das sehr weitgehend vom Willen, von Kraft oder von den Schwächen des stärksten Mannes beherrscht wird. In der ungarischen Geschichte gab es noch nie, schreiben große Soziologen und Politologen, einen Ministerpräsidenten, der so große Macht, persönliche Macht gehabt, wie Viktor Orbán. Und man vergisst, er ist nur 53 Jahre. In einem Sinne, er ist der älteste Politiker, weil er hat nie in seinem Leben wirklich gearbeitet. Er ist ein, wie die Amerikaner sagten, ein self-tutored professional. Und er prägt dieses System. Und da stellt sich heraus, das ist ein System, sehr scharf, sehr stark erinnert an zwei Systeme. Das ist, erinnert sowohl an das Horthy-System, feudales System, als auch an das Kadar-System. Es gibt nämlich einen sozialen Populismus für die kleinen Menschen. Gleichzeitig gibt es solche Latifundien, solche Konzentration des Landbesitzes. Und es gibt vor allem, und das ist die größte Schwäche und Stärke dieses Systems, ein unglaubliches Maß an Korruption. Und diese Korruption, es ist nicht so, dass jemand bestochen wird, das wird von oben nach unten, auf allen Ebenen, und das natürlich sehr viel Systematisch, hängt ja. von dem Geld ab. Solange Ja. man 3 bis 5% des Sozialproduktes von Brüssel bekommt, gibt es noch genug Geld, später wird es schwierig. Zunächst noch abschließend zum Ungarn von heute. Also die Definition halb Diktatur, halb autoritär, was es auf keinen Fall ist, ist es eine liberale Demokratie. Man muss Orbán zugutehalten, das hat er selber gesagt, illiberaler Staat, hat er gesagt, illiberale Demokratie. Noch dazu hat er das gesagt auf rumänischem Im Boden, Ausland, was ja. eigentlich zeigt, dass die Rumänen das jedes Jahr tolerieren vor tausenden
ungarischen Studenten. Ja, na, das ist auch ein weiterer Aspekt, dass Orbán versucht, die Auslandsungarn zu instrumentalisieren.